Seid ihr sicher, dass ihr eine Idee für Halloween haben wollt? Die Liste mit den Zutaten und Mengen findest du unter in der Infobox. Zuerst schlage den Zucker und die Margarine zusammen in eine Schüssel, bis alles cremig ist. Dann gib die 2 Eigelb und den Mandelextrakt dazu und schlag alles nochmal. Gib die Hälfte des Mehls und die Hälfte des Speisestärke dazu und schlag langsam weiter. Gib die andere Hälfte von beiden dazu und schlag das Ganze nochmal, bis alles gut gemischt ist. Jetzt knete den Teig ein bisschen mit den Händen und modelliere eine Kugel damit. Wickel den Teig in Frischhalterfolie und stelle ihn für 15 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit kannst du einen Sirup für das Blut machen. Koche in einem Topf 5 Esslöffel Wasser mit 75 Gramm Zucker, bis keine Zuckerkristalle mehr gibt. Lass es auskühlen und gib einen Teelöffel Erdbeer- oder Himbeersirup oder Likör dazu. Nimm ein bisschen von dem Sirup und misch rote Farbe dazu. Jetzt hol den Teig aus dem Kühlschrank und teile ihn in 2 Teile. Mach mit der ersten Hälfte mehrere kleine Kugeln. Ich habe sie gewogen, damit alle gleich groß werden. Rolle jeden Hügel länglich aus und drücke mit 2 Fingern von der Seite, um die Knochen zu modellieren. Jetzt markiere die Fingerfalten mit einem Messer. Drücke an einem Ende eine Mandel ohne Haut rein. Du kannst auch eine Mandel in der Mitte durchschneiden und die Innenseite der Mandel nach oben drehen, so wie ich hier erst zeige. Mit der anderen Hälfte des Teigs machen wir jetzt die Zombiefinger. Gib grüne Farbe in den Teig und knete ihn, bis die Farbe gut reingemischt ist. Falls der Teig zu weich wird, stell ihn wieder ein bisschen in den Kühlschrank. Mach das gleiche wie mit dem hellen Teig, aber drück dieses Mal mit deinem Finger oben, damit sie nicht genau gleich aussehen. Und statt Mandel ohne Haut, drückst du Mandel mit Haut an einer Ende von jedem Finger. Stell jetzt alle Finger 10 Minuten in den Backofen mit 150 Grad. Wenn sie gebacken sind, nimm die Mandel raus, gib ein paar Tropfen von dem roten Sirup darauf und stelle die Mandel wieder zurück. Gib noch ein paar Tropfen drauf und fertig. Du kannst sie auch mit Oreo-Krümeln oder Kaffeepulver dekorieren. Okay, jetzt kannst du mein Video liken, meinen YouTube-Kanal abonnieren und alle deine Freunde und Familie über meinen Kanal erwähnen. Ich freue mich auch, wenn du Kommentar oder Frage stellst. Ich wünsche euch ein schreckliches Halloween und bis nächste Woche!